Guten Tag. Vor 3 Jahren habe ich euch mal ein Video gemacht über die App Connect-Dienste bei Volkswagen bzw. die Apple CarPlay-Dienste im Volkswagen. In den 3 Jahren ist doch einiges passiert und deshalb dachte ich, ich gebe euch mal ein Update dazu. Also was hat sich geändert? Es sind ein paar neue Funktionen hinzugekommen. Es ist deutlich leichter, ein Handy zu verbinden und es gibt auch diesen Car-Stick nicht mehr, womit das Auto dann online gehen musste. Neu ist jetzt hier oder bei den meisten neuen Modellen, wie hier in dem Passat zum Beispiel, da gibt es jetzt integrierte SIM-Karten, mit denen das Auto immer online ist. So, was hat sich jetzt geändert bei App Connect? Also ein echter Game Changer ist das Wireless App Connect. Das würde ich unbedingt empfehlen. Früher war es halt notwendig, um alle Dienste nutzen zu können, dass man das Handy per USB anschließen muss. Ich habe hier das Handy also nicht mehr per USB angeschlossen. Ich nehme mit dem verbundenen Handy jetzt auf und ihr seht, die App Connect Dienste sind alle da. Also hier in dem Fall, wie gesagt, ist ein iPhone verbunden, deshalb nutzen wir hier jetzt Apple CarPlay. Und es ist halt ein echter Vorteil, dass man hier kein Kabel mehr raussuchen muss, kein Kabel mehr rumflattern hat und die Dienste einfach so über WLAN nutzen kann. Man steigt einfach ins Fahrzeug aus, ein, sucht sich aus, welches iPhone man hier verbinden möchte, wählt das gewünschte iPhone aus und schon geht's los. Also es ist wirklich easy. So, welche Funktion hat man? Man kann halt hier telefonieren, man kann Podcasts hören, man kann Musik hören, auch YouTube Music ist dabei, Amazon Music, Audible und man kann mit diesen App Connect Diensten auch navigieren. Also entweder nutzt man die Apple eigene Navigation oder jetzt neu ist auch die Navigation von Google dabei. Wo haben wir sie? Die haben wir hier und da ist sogar eine Navigation mit Satelliten Bildern möglich. Also wir sehen hier ja sofort die Satellitenbilder. Wir sehen hier sofort, wo ist freie Fahrt. Das ist markiert durch die grünen Straßen. Wo stockt es ein bisschen? Das ist markiert hier durch diese orangenen Straßen. Das ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, fast besser als die VW-eigene Navigation. Die VW-eigene Navigation hat auch was dazugelernt. Also so ist es hier einfacher, zum Beispiel das Kartenmaterial abzudaten. Es ist kostenlos möglich, das Kartenmaterial abzudaten. Auch hier werden Staus etc. pp. Angezeigt. Allerdings ist es so, dass diese Dienste halt nur eine Zeit lang kostenlos sind. Irgendwann werden sie kostenpflichtig. Also insbesondere diese Staumeldung zum Beispiel und eine Satellitenbildnavigation zum Beispiel ist ja auch nicht möglich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Sonderzielsuche bei der Google-Navigation einfach noch ein bisschen besser läuft. Das muss man mal so sagen. Vorteil natürlich hier bei der VW-eigenen Navigation ist, dass sie euer Datenvolumen nicht verbraucht. Also gerade wenn ihr jetzt mit Google Maps, mit Satellitenbildern navigiert, dann geht das natürlich auf euer Datenvolumen. Hier bei der VW-Navigation ist das Kartenmaterial abgespeichert. Das heißt, euer Datenvolumen wird von der ganzen Geschichte nicht belastet und auch der Akku wird natürlich geschont, ne? Also hier, wenn die Navigation aktiv ist, dann läuft natürlich der Akku mit. Und das Datenvolumen wird angegriffen. Ja, was ist auch noch neu? Es gibt jetzt diese induktive Lademöglichkeit. Ja, das ist natürlich ganz praktisch. Man legt sein Handy rein, es wird sofort geladen. Das ist ganz angenehm. Auf der anderen Seite, was ich nicht so gut finde, ich will das Handy auch nicht immer laden. Und wenn ich es dann mal nicht laden möchte, weil es zum Beispiel ganz voll ist, ist die Frage, wo lege ich das Handy dann stattdessen hin? Und ich habe auch das Gefühl, dass es nicht nur sehr, sehr langsam lädt, sondern auch, dass das Handy auch relativ warm wird, also auch wärmer, als wenn ich es jetzt zum Beispiel zu Hause laden würde. Ja, also es ist gut, aber ich finde es noch nicht perfekt. Wir können ja auch mal drunter gucken. So sieht das Ganze denn aus, wenn man unter die Abdeckung schaut. Das hier ist wahrscheinlich hier diese induktive Ladeplatte. Gut, nicht so schön. Legen wir die Abdeckung schnell wieder rein. Einfach aufgelegt, zack. Und jetzt sieht es wieder
wieder gut aus. Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten zu dem System. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen dazu. Schreibt es mir hier gerne in die Kommentare und ich werde zusehen, dass ich das Ganze für euch beantworte. Ich bin jetzt übrigens auch bei Instagram vertreten. Wenn ihr möchtet, schaut da gern auch mal rein. Abonniert da meinen Kanal. Hier, das Ganze heißt da Northern Germany Cars. Ich hoffe, man kann es lesen. Genau, besucht mich da gerne auch mal. Stellt mir eure Fragen und dann mache ich gerne auch noch mal wieder ein paar Videos für euch. Bis dann, ciao.